Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben wieder eine Quest bekommen von Jinwoo. Wir haben schon mit ihr angefangen zu reden. Mal schauen, was sie zu sagen hat, aber anscheinend ist sie gerade verwirrt. Oder ist Paimon erschreckt. Tut mir leid, falls ihr Chikung sucht, sie hat den Trupp verlassen. Wo ist sie hin? Ich weiß nicht. Ich habe sie nur eine Weile vernachlässigt und sie ist einfach verschwunden. Ich habe mit ihr geredet, aber sie besteht darauf zu gehen. Weder Wörter noch Fäuste konnten sie aufhalten. Fäuste. Hoffentlich weiß sie, was sie tut. Ich hoffe es. Das hoffe ich auch. Übrigens, diese Angelegenheit muss mit Mooning besprochen werden. Sagt ihm, er soll so schnell wie möglich einen Such- und Rettungstrupp organisieren und die Kleine so schnell wie möglich finden. Okay. Scheiß auf die. Die soll einfach gehen. Die hat eh nur genervt. Der hat auch drei Quests. Ich weiß noch nicht, wie genau. Moment, weil das nicht angezeigt wird, aber... Please do not disturb me. Ah, okay. Die Pilze, die haben hier genug Pilze? Schauen wir uns das mal an. Oh, 20 Uhr Gutschein. Da machen wir doch gerne mit. Über das seltsame Objekt. Beim Fischen. Oh, wir wissen, wo wir fischen können. Aber, muss ich da jetzt noch mal hin, oder was? Platziere den seltsamen Gegenstand am Wasser. 822 Meter, was hast du noch? Oh Gott, der hat diese Scheißquest gehabt mit diesen seltsamen Steinen. Okay, das stellen wir dann zusammen. Bin mal gespannt, ob er die jetzt markieren wird. Babbel nicht. Ich will mal schauen, ob du die markierst. Mach mehr Fotos von Fossilen. Deine Fossilfotos. Ich hab vier. Oh, ich brauch noch eins. Okay, krass. Also ich hab's gerade zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht, aber ich werde es dann machen und gleich hinzufügen. Die Standorte seht ihr dann gleich. Fangen wir direkt mit dem einen Foto an, das wir noch nicht hatten. Ihr teleportiert hierhin. Springt runter. Straight runter. Hier gibt es sogar ein paar Schatzräuber und eine Truhe. Und dann könnt ihr schön ein Foto abholen. Das war jetzt meine Nummer 5. Die anderen Fotos, die werde ich dann... ich laufe einfach zum Spot und zeige euch das. Sieht besser aus, als wenn ich es jetzt von meinen anderen Videos ausschneide. Foto Nummer 2 schießt die hier. Einfach hierhin teleportieren, runterfliegen, scharf rechts und dann über die Brücke. Und zwar diese Brücke. Und dann werdet ihr hier schon leuchtendes Signal sehen, damit ihr ein Foto schießen könnt. Foto Nummer 3. Könnt ihr hier schießen, einfach hierhin teleportieren. Rechts hoch. Also hier hoch. Und dann braucht ihr einmal hier ein bisschen Wind. Und dann geht's ab. Achtung, ihr müsst natürlich diese Beschleuniger treffen. Dazu gab es auch ein Video von mir, weil es hier auch eine wertvolle Truhe gibt. So, am besten hier irgendwo hin. Ja, komm. So kommen wir irgendwie hoch, oder? Oh, ich kann nicht hoch. Wieso habe ich es nicht komplett geschafft? So, hier aber.
Mit ein paar Problemchen hat man es doch geschafft. Da ist es. Da ist das Ding. Und hier gab es auch natürlich eine Truhe. Die könnt ihr gerne mitnehmen. Spot Nummer 4 ist hier. Einfach hierhin teleportieren. Links rum. Und wenn ihr diese Pisser hier sehen solltet, genau ihr, dann wisst ihr Bescheid. Das ist hier der letzte Spot. Einfach hierhin teleportieren oder dahin. Runterlaufen oder... Ne, hier kann man durchlaufen und hier kann man runterspringen. Und hier ist der Spot. So, wir haben jetzt alle Fotos. Wir können mal zurück und schauen, was für eine Belohnung wir erhalten werden. Oh, diese Quest, die hat mich so genervt. Ich habe die Fotos die ganze Zeit gemacht gehabt. Ich wusste aber nicht, wieso ich diese Fotos mache. Und jetzt wissen wir auch, wieso. Deine Fossilfotos, hier hast du die. Besser. Schön, sehr schön. Wirklich unglaubliche Fotos. All die Ausgaben für den Erkundungstrupp sind mit diesen Fotos den Eintrittspreis wert. Oder will nur Cash machen. Ich will mindestens 50%. Mindestens. Diese Fotos sind gerade noch ausreichend. Was? Die sind perfekt? Bubblenet, gib uns jetzt mindestens 40 Urgestein. Die nur weiter Geld zu geben, okay. Oh, wir haben ja alle drei Quests durchgearbeitet. Vielleicht gibt es jetzt eine zusätzliche Belohnung oder eine zusätzliche Quest. Das wäre geil. Oder es gibt einfach eine Errungenschaft. Ein Brief. Okay. Empfehlungsschreiben der Akademie. Ein mit großer Sorgfalt geschriebener Brief. Auf dem Umschlag befindet sich das Siegel von Kedivir Pursina, einem Forscher im Bereich Ökologie. Seiner Meinung nach ist er wertvoller als alle Mora der Welt. Mit ihm kannst du garantiert die Hilfe der Purbiruni-Schule bekommen. Obwohl Kedivir der festen Überzeugung ist, dass Mora als Belohnung eine persönliche Beleidigung bedeutet, lass uns hoffen, dass nicht alle Leute von Sumeru seine Meinung teilen. 30 Urgestein und ein Brief. Ich muss noch herausfinden, was man mit dem Brief anfangen kann. Wir reden doch mal mit ihm. Vielleicht hat er noch eine Quest. Nee, hat er nicht. Okay, dann sind wir hier erstmal durch. Jetzt mal mit den Quests, anderen Quests weiter. Und zwar, was war das gewesen? Platziere den seltsamen Gegenstand am Wasser? Nein. Das hier. So, Muning. Was hast du zu sagen? Okay. Das war's, oder was? Wir dürfen nicht helfen. Sie hat ein Empfehlungsschreiben erhalten, ist aber abgehauen. Und wir dürfen nicht helfen. Krass. Okay, dann ist es eben so. Schön für sie. Dann koche ich mal eben was. Plus kochen. Ich habe nichts mehr zum Futtern. Ich muss was kochen. Nehmen wir mal zwei von denen mit. Sieht echt lecker aus. Also irgendwann werde ich diese Dinger im Real Life nachkochen. Manche Rezepte sehen so lecker aus. Nee, das switchen wir mal. Besondere Gerichte. Was gibt's noch? Zweifacher Ertrag. Das hört sich besser an. Nice. Ein Hähnchen gibt es. Und dann reicht es auch. Zack. Obwohl wir jetzt immer so dabei sind, dann könnten wir noch ein bisschen mehr kochen hier, oder? Wir haben aber keine Materialien, das ist das Problem. Gar nichts. Oh, hier. So, dann mal ab wieder runter. Da hatten wir mal diese Untersuchung. Was haben wir hier? Nichts. Oh, 10.000 Mora da hinten. Moment.
Möchte ich es haben. Zack. Und dann brauchen wir die Mona ganz kurz. Damit wir das hier aktivieren können. Weg mit dir, Noelle. Doch, Mona. It is as the star. Oh nee! Wieso? Gut, dass wir ein bisschen was gekocht haben. Futtern wir mal. Zack, zack. Reicht. Oh, die kann uns auch heilen. Bleib stehen, du Penner. Oh nein, ich schwimme. Wieso schwimmst du? Okay, das war dumm. Bringt nichts. Alter, ich hasse das, wenn man hinter der Mauer oder vor der Mauer ist und dann ist die Perspektive so scheiße, dann sieht man ja gar nichts. Du Drecksack. Bleib doch einfach stehen. Okay, so ein Kediv erzählen, was am Wasser passiert ist. Ja, der hat uns fast auseinandergenommen. Was soll passieren? Gibt's hier was? Oder ist es einfach so? Dekoration. Ne, hier war eine Truhe, die habe ich schon genommen. So, wieder zurück mit uns. Gegenstand am Wasser. Okay, das ist auch durch. Nice. Dann haben wir eigentlich alle Quests, oder? Falls ich was finden sollte, dann gibt es ein neues Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.